und herzlich willkommen zur Folge 94 von Gothic 2 Velaria. Wir stehen momentan hier am Marktplatz, gehen direkt hinaus aus dem Tor raus, denn wir haben ja den Widerstandstrank von Constantino dabei. Ja, schweren Herzens haben wir die Kronstöckel aufgegeben, haben allerdings noch ein paar Mana-Tränke bekommen und herstellen lassen von Constantino, damit war die Quest auch beendet. Aber die Drachenwurzeln und Kronstöckel habe ich so langsam aufgegeben. Und wie gesagt, sofern wir keine 5 Kronstöckel plus 5 Goblinbären haben, lohnt sich der ganze Vorgang auch gar nicht. Ja, also 20 Lernpunkte kostet uns der Spaß, damit wir Geschicklichkeitstränke herstellen können. Das heißt, die Ausbeute müsste mal mindestens 20 sein, dass es sich wirklich lohnt. Beziehungsweise eigentlich mehr, weil man würde ja ansonsten die Goblinbären fressen, würde man ja wenigstens noch einen Geschicklichkeitspunkt extra kriegen. Das heißt, alles in allem, wenn wir am Ende 5 oder 6 Kronstöckel noch übrig haben und genug gut Goblinbären haben wir ja noch genug, dann könnten wir das Ganze uns noch überlegen, aber solange haben wir Bedenkzeit, sage ich mal. So, was müssen wir hier trinken? Und kurz darauf uns in den Drachensnapper verwandeln. Weil das macht man so. Ein bisschen rumhüpfen. Zurückverwandeln, alle Schutzwerte plus 10. Jetzt haben wir 90, 90, 35, 20. Das ist schon recht ordentlich. Da unten sieht man, wie unser Mana wieder aufgefrischt wird. Super. So muss es sein. Und was hat das mit nicht genügend Stärke? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wir benutzen ja nichts mit Stärke. Naja. Ist ja auch egal. So, jetzt habe ich ja gesagt, gehen wir zu Iskarot. Und schauen mal, ob der uns mit dem Belia-Schrein etwas helfen kann. Ach, ein Garu wollte ich nochmal beklauen. Naja, das rennt uns nicht davon. Ja, so wie der. Oh nein. Ja, mach einen Abgang. Und ich würde echt gerne wissen, wo die Banditen hin sind, da oben von der Brücke. Ich weiß, ich habe deren letztes Gespräch so ein bisschen abgewürgt, aber... Oder habe ich die zwischenzeitlich umgelegt? Das hätte ich doch bei mir irgendwie beibehalten im Kopf. Naja. Auf jeden Fall waren die das letzte Mal nicht da. Und ich habe keine Ahnung warum. So, da vorne ist der Chef. Ich gucke direkt nochmal bei dem durch den Laden, ob da noch was Gescheites dabei ist. Nein. Spruchrollen. Kann ich... Die sind ja auch wieder totaler Müll. Feuermagie für Anfänger. Aha, Sumpfkraut. Nix Gescheites. Gar nichts Gescheites. Lord André möchte, dass ich die Schreine Belias vernichte. Er meinte, ich bräuchte dazu eine heilige Waffe. Du bist ein Priester Innos. Kannst du mir bei dieser Aufgabe helfen? Die Vernichtung der Schreine des alten Feindes. Eine löbliche Aufgabe, mein Kind. Es gibt jedoch nur eine Waffe, mit der du in der Lage bist, das unseligste Gestein dieser Welt zu bannen. Der heilige Hammer. Wo finde ich diesen Hammer? Der Hammer befindet sich im Besitz des Klosters. Er ist eine wertvolle Reliquie und mir ist es nicht gestattet, darüber zu verfügen. Ich werde mich mit den Ältesten unseres Ordens beraten. Wenn du morgen wieder zu mir kommst, werde ich eine Antwort für dich haben, meine Tochter. Ja, ja. Vielen Dank. Haben die Oberen deines Ordens eine Entscheidung gefällt? Nein, meine Tochter. Gedulde dich. Ja, die Sache ist halt, wenn ihr euch fragt, warum ich da manchmal trotzdem direkt mal drauf drücke, manchmal in einem von 100 Fällen ist es beim Skripten irgendwie ein bisschen schief gegangen und es klappt trotzdem. Aber egal. Dann warten wir wieder einen Tag und wir machen tatsächlich was Sinnvolles. Denn wir werden mal versuchen, vielleicht hier die Orks zu bekämpfen. Ja, ich werde jetzt erstmal testweise den kleinen Trupp, oder hatten wir den? Ja, den hat man erledigt, ne? Oder zumindest teilweise. Da müsste eine Ork-Elite müsste noch übrig sein. Auf jeden Fall, wir gucken mal, dass wir ein paar Orks besiegen. Ja, wir schauen mal. Und ich denke mal, diese Armee, bei der es, um die es sich da handelt, es müsste eigentlich die bei hier bei Dingen sein, bei Xardas, hinten runter da in dem Wald.
Schätze ich zumindest mal. Oder oben irgendwo beim Steinkreis. Da sind auf jeden Fall noch Ork-Schamanen. Die könnten wir vielleicht noch viel eher umlegen können als jetzt die Ork-Eliten. Gucken wir, dass wir die beiden da nicht mit reinziehen. Die werden ja direkt weggehäckselt. Jetzt schauen wir mal, ob unser neuer Bogen und unsere neue Geschicklichkeit hier, ob das hier Früchte tragen kann, unser Vorhaben, oder ob die uns auseinandernehmen, wie zuvor auch. Sitzt da oben jemand? Ne, ich dachte, der Ork-Krieger lebt auch noch. Ich dachte, ich hätte denen ein bisschen Schaden zugefügt. So kann man sich irren, hm? Haben wir überhaupt genug Pfeile, bevor ich jetzt hier irgendwas Blödes unternehme? Ich müsste doch ein paar gekauft haben. Ah, 300, das langt. Wie viel haben wir, ne? 47%, ah ja, ist okay. Warum mache ich dem gar keinen Schaden? Warum mache ich dem gar keinen Schaden? Nee, da lade ich neu. Das ist ja absolute Pfeilverschwendung. Also irgendwo hört es auch auf, ne? Das ist ja jetzt ein bisschen frech. Ich bin ja blöd genug. Ich muss natürlich jetzt den Schamanen abballern. Oh, scheiße, die Wand. Nee, der ist sehr leicht begehbar, der Fels. Falls irgendwo das Heer, also das bei dem Heer, da wird auf jeden Fall der Feuerregen verwendet. Wir haben noch ein Unwetter. Also haben wir noch zwei Unwetter sogar. Das muss doch aber irgendwie anders gehen. Da muss doch ein bisschen was machbar sein. Den Dämon will ich eigentlich auch nicht benutzen. Ob das Skelett vielleicht hilft. Das muss ja im Prinzip nur ein bisschen ablenken. Los, lauf da rein, Skelett. Kuckuck. Mach doch was. Vielen Dank für deine Hilfe. Tatsache. Nein, geh weg. Ach komm. Ey, bitte. Also erstmal wird er da nicht getroffen. Die Drecksau. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, da häckselt der mich direkt um. Aber direkt, da geht's gar nicht. Aber der Schaden war okay. Also von einer erhöhten Position könnte es auch klappen. Und ich glaube, das werde ich auch versuchen. So, keine Ahnung, ob das Früchte trägt, das Vorhaben, aber wir gucken mal. Aber in der Theorie machen wir guten Fernkampfschaden. Also auch in der Praxis, aber naja. Allzu viel halten wir halt nicht aus. Das ist halt die Problemlage hier, ne? Und das, obwohl wir schon, wie gesagt, das ist die beste Rüstung. Die bessere Rüstung gibt's nicht mehr. Zumindest nicht so, weil ich mich daran erinnere. Ja, und ansonsten zweimal Widerstandstrank. Bin ja schon beinahe versucht, statt dann Geschicklichkeitstränke, eventuell mit genügend Kronstöckeln und genug Drachenwurzeln dann nochmal einen dritten Widerstandstrank anzufertigen. Das scheint ja beinahe schon mehr zu lohnen, als jetzt hier auf Geschicklichkeit zu gehen. Dummerweise. Warum bin ich gleich von hier oben? Wobei, erstmal gucken, ob das auch klappt. Ja, doch, das klappt. Komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, also das war gerade äußerst seltsam. Da sehe ich keine Chance mehr. Aber das Ganze könnte funktionieren. Wenn, und das ist jetzt quasi, da habe ich gerade ein bisschen geschlafen. Wenn wir so stehen, dass der Schamane uns nicht treffen kann. Also sprich so. Oh, der denkt mit. Wo hat mich denn der bitte getroffen eben? Also jetzt wird es hier ein bisschen utopisch. Nur den ganzen Spaß hier überleben. Könnte mal speichern, dann ist er tot. So, wo sind jetzt die anderen Deppen? Ja, die rennen da hinten rum.
Das können sie auch gerne. Sinia, geübte Nahkämpfer. Die kennen sich aus. Okay, von hier treffe ich die jetzt nicht allzu gut. Es regnet. Dann ist der Ork Krieger. Der hängt da hinten gut ein Stück fest. Ah, da ist auch die Orkelite davor. Die erwischen wir von hier oben sogar. Zwar nicht jeder Pfeil sitzt, aber wenn sie gerade da hinten rumhängen, vielleicht fällt ja irgendwann die Orkelite um. Wie gesagt, müssen wir nicht sparen. Pfeile gehen uns so schnell nicht aus. Feuern wir mal da unten rein. Die Orkelite hat auch schon Schaden genommen, deswegen gehen wir mal davon aus, dass wir irgendwas treffen, auch wenn ich gerade nicht das Gefühl bekomme. Ich gehe ein Stück nach vorne und so. Ja. Oh ja, da hat was gesessen. Die Orkelite kriegt auch gut eingeschenkt. Ajo, das machen wir. Wie gesagt, absolute Pfeilverschwendung. Na, auf jetzt, komm. Zack, geschafft. Und es hat uns nur, es geht sogar, 60 Pfeile. Ich hätte gedacht, wir hätten mehr gebraucht. Jetzt brauchen wir nur, dass wir den Sprung überleben. Ja, das war eigentlich jetzt kein Problem. So, mal ganz kurz, ich habe gerade einen Pfeil weggeschmissen. Nee, habe ich nicht, okay, dachte ich erst. Also, mit erhöhter Position ist das Ganze gar nicht mal so schwer. Ich bin doch kein Metzger. Da ist nichts zu. Das heißt, wenn wir unsere Umgebung schlau ausnutzen, können wir eventuell dieses Vorhaben hier, diese Taktik wiederholen. Ne? Das ist also ein zweites Mal auch Ork-Eliten umlegen. Wie gesagt, Ork-Krieger, das geht im Ernstfall auch. Nein, du sollst ganz weit erstmal die Truhe öffnen. Was soll denn das? Aber die Orkelite, die sind halt noch ein anderes Kaliber. Wie war denn das da hinten? Da sind wir ja dran vorbeigerannt. Ist da auch noch eine? Da muss ich gleich nochmal schauen. Denn mir war so, als... Oder habe ich da denn das Unwetter verschwendet? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas Blödes habe ich gemacht. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Also tatsächlich könnten wir auch einfach ganz kurz, bevor ich das nächste Mal so lange rumeier... Es gibt da noch eine andere Möglichkeit, wie wir das sinnvoll einsetzen können, unsere Geschicklichkeit, ohne irgendwie von erhöhter Position aus anzugreifen. Es bestünde nämlich auch noch die Möglichkeit, dass wir ganz einfach einen Geschwindigkeitstrank zu uns nehmen und dann nebenher haben sie besiegt. Und dann quasi mit erhöhtem Tempo immer ein bisschen wegrennen, zweimal Pfeil abballern, weiter wegrennen. Ne? Wir haben ja auch ein paar gefunden. Ein paar hier Geschwindigkeitstränke haben wir ja 3 Stück dabei und Snapper-Karotten haben wir auch noch genug. Ich meine, ich lasse es aus Spaß immer so raushängen, als würde man die Tränke überhaupt nicht brauchen, aber natürlich kann man sie sinnvoll einsetzen. Und tatsächlich komme ich hier gerade so bald in einen Engpass. Also es gibt ja nichts mehr zu tun, außer jetzt die Orks zu besiegen. Das heißt, da müssen wir uns jetzt ein bisschen was einfallen lassen. Und eben die Geschicklichkeit nutzen, die uns zur Verfügung steht, denn mit roher Gewalt kommen wir nicht weit. Zumindest nicht gegen die. Und wie gesagt, wir müssen den Tag ja nutzen. Wir sollen ja erst am Tag darauf bei Iskaroth vorbeischauen. Da wird auch dann direkt wieder eine Runde Geld gespendet an Innos. Jetzt werden wir mal da hinten schauen. Ach, was mache ich hier überhaupt? Bin ich bescheuert? Ich kann doch einfach ein bisschen... Nein, Unwetter hier. Kann ich ja den Weg ganz einfach abkürzen. Aber hier unten, wie gesagt, Orks. Es kann auch sein, dass es sich hier um das Heer der Unmenschen handelt. Da unten. Ich wüsste gar nicht, was sonst sein soll. Wir haben noch ein paar Ork-Schamanen oben. Bei den Steinkreisen, bei den Großen. Mitten im Wald, aber das ist kein Unmenschenheer. Gut, ein bisschen haben wir es auch dezimiert. So, ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang eiern muss. Aber ich glaube, das... Genau, da gehen eh beide Wege nach da unten. Es war jetzt vielleicht gar nicht so schlau mit so wie. Ja, ich bin doch falsch gerannt. Es war vielleicht gar nicht so schlau mit so wenig Pfeilen jetzt hier runter zu marschieren. Aber das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, so viele Ork-Eliten dürften da auch nicht rumrennen. Das war ja wirklich wieder äußerst sonderbar.
aber wie gesagt, da unten müsste ja, da waren doch auch Echsenmenschen, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist auf jeden Fall Keiler. Wer hätte das gedacht? Aber ich denke, die anderen werden einfach nur gerade von den Bäumen etwas verdeckt. Auf jeden Fall Varge. Ach, als wir das letzte Mal hier waren, haben wir sogar vor denen noch Schiss gehabt. Ja, da sind ein paar Ork-Krieger. Heilkraut, Heilpflanze. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das schlau anstellen. Wie gesagt, Feuerregen ginge auch. Aber wir müssen ja nicht gleich provozieren. So, die Wagen machen wir auch im Nahkampf fertig. Da sparen wir uns die paar Pfeile. Sollte gleich angerannt kommen, ja. Wie gesagt, links, rechts klappt hier ohne Probleme, denn die Waffe hat eine gute Reichweite und wir wurden trotzdem getroffen. Übrigens, hier vorne wird auch höchstwahrscheinlich unser Level-Up auf uns warten. Ja, na, 2000 und ein bisschen was zerquetscht ist, das dürften wir doch wohl hinbekommen. Guten Tag, der Herr Krieger. Oh, das war vielleicht nicht so schlau. Ich kann sagen, der kam doch nicht alleine. Jetzt können wir keine Waffen wechseln. Jetzt müssen wir das durchziehen. Genauso. Ich weiß gar nicht gesehen, dass der hier auch hochmarschiert ist. Ich bin doch kein Metzger. Nichts zu plündern. Also, sind sie schon mal zwei wenige. Oh, da kommt der Schamane. Hua! Ich habe gewusst, dass sich da irgendwas bewegt hat. Jetzt kurz in Deckung, ein bisschen Heilkraut mitnehmen. Der wird uns doch nicht folgen. Verstecke ich mich ganz einfach hier hinten. Zwei tote Orks, das muss gefeiert werden. Aber wir dürfen uns nicht hier abbringen lassen. Von der Konzentration. Wo ist der Schamane? Ist er weiter vorgelaufen? Wo ist denn der hin? Hier müssen wir richtig vorsichtig sein. Hier können wir nicht einfach so rumschlawenseln, rumeiern. Dichter Wald und brutale Gegner. Die Kombination gefällt mir überhaupt nicht. Aber damit müssen wir uns jetzt irgendwie zurecht. Ah doch, da ist er doch. Aber das scheint nicht die Armee zu sein, die wir eigentlich suchen. Das scheint nur noch der zu sein. Sollte man ihn mal treffen. Komm. Oh je. Was? Oh Mann. Als ob der uns. Also komm. Also komm. Wo hat der uns denn eben getroffen? Langsam hört es ja auf hier. Also das geht nicht. Weißt du was? Der ist scheinbar nur noch alleine. Können wir ihn auch in den Nahkampf zwingen? Kriegt er gar nichts mit. Auch gegen den funktioniert das. Alter, haben wir den weggesenzt. Aber irgendwie ist das nicht das Herr der Untoten. Irgendwie ist das doch woanders. War das doch nur ein kleines Lager mit ein paar Orks. Ich dachte, jetzt wird hier die Post abgehen und ich müsste den Feuerregen rausfetzen. Hier stinkt es übrigens nach Kronstöckel hier unten drin. Aber Varge sind hier einige, ne? Wir haben sogar getroffen. Ah, neben uns war noch einer. Hier sind einige Varge. Ach du Heilige. Aber hey, wir kriegen die mit zwei Schuss down. Das ist sehr erfreulich. Das muss man mal hier festhalten. Das ist. So kann es laufen, ne? Müsste aber irgendwo noch einer sein, ne? Ich glaube, da hier irgendwo da hinten müsste noch ein weiterer rumeiern. Feuernessel? Da ist nichts zu holen. Nix. Varge, Varge. Ja, wo ist denn das Herr der Unmenschen? Ist es irgendwo gespawnt noch? Müssen wir mal schauen. Das
Auch ein weiterer Markt, den habe ich gar nicht gemeint. Warum habe ich den eben nicht getroffen? Also irgendwo hört es auch auf, ne? Tja, dann hat das nicht so... Ach komm, also 75 EP. Selbst wenn das hier nicht die... der gesuchte Trupp ist, die gesuchte Armee. Nichtsdestotrotz hätten wir beinahe das Level-Up erreicht. Aber ich meine, hier wäre noch ein weiterer Markt irgendwo. Müssen wir mal schauen. Ich dachte, ich hätte eben noch eine Heilpflanze oder sowas. Aha, da ist sie doch. Ich hab's genau gewusst. Hier war sogar noch mehr Gemüse. Hier hätten wir sogar noch eine Höhle, ne? Mit Riesenratten. Die werden wir in der nächsten Folge besuchen, die Viecher da. Und was auch immer da drin stecken wird. Ansonsten gucken wir uns hier vorne noch ein bisschen um. Ich meine, da wäre noch irgendwo ein Wag gewesen, aber selbst wenn, ist egal, mit den Riesenratten kommen wir auch aufs Level ab. Und dann stimmt meine Aussage ja doch wieder. Auch wenn wir nicht das Ork hergefunden haben. Das müssen wir noch irgendwie suchen. Ne? In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.